Ja, hi. Willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, ich wollte euch einfach mal hier den Titelbildschirm zeigen. Ist ja nur 19 Parts oder so. Ja, jetzt suche ich erstmal die beliebige Taste. Wo ist denn die beliebige Taste? Ah. Ja. Ja, da wollte ich euch einfach nur zeigen, weil den hat man, ja, wie gesagt, nicht zu Gesicht bekommen. So, nicht, dass ihr denkt, hier, ich bin am Vorspielen oder so. Das ist einfach hier nur so, falls ich eine Aufnahme fahre oder so. Was weiß ich. Ist ja schon mal passiert. Also nicht in dem Projekt, aber woanders. Das bleibt ein Geheimnis. So, machen wir weiter. Und ich hätte vielleicht mal ins Menü gucken sollen. Ich glaube, ich hatte noch ein paar Lilienkugeln oder so übrig. Egal. It has a certain kind of serenity. When I meditate there, it feels like my power is concentrated. Wow. Let's take Smile. Five. All those rocks will murder on my feet. We can rest once we reach the village. Oh, come on, relax. Hat sie sich nicht gerade noch beschwert, dass sie so viel laufen muss? Right? Rest a while. Oh, sure. Hey, I won't argue with that. Thanks, Alvin. You're a pretty considerate guy, aren't you? Well, I do have to admit you had me worried, kid. Trying to act all tough like that. Oh, yeah. Is it really that obvious? Anyway, I really am fine. And I found that I'm pretty good at pushing all the complicated stuff out of my brain. Is that right? Dieser Blick von ihm, ne? Hui. Wer bist du? Was zum? You like her? Is she the one who caught your eye? All right, let her go. I could care less what you're here for. Was zum? But she's my employer right now. Das Mädel sieht stay back, unless you interessant want to aus. Golden goose. Was machst du da, Jude? Alvin, weil diese Frau ein Katzenmädchen? That rock to the right. Can you hit it? Take a look. It could be the key to saving Mila. All right. You ready? Wenn das nämlich der Fall wäre, wäre es verdammt heiß. Yeah. Oh. Ach ja, Mila müssen wir retten, genau. Out of the frying pan and into the firefight. Come on, let's clean up this. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Bosskampf. Ja, super. Während des Kampfes gibt es die Anleitung, in der die Steuerung erklärt bekommt. Immer noch? Oh, wir haben volle HP. Geil. Und TP. Geil. Ich glaube, das ist der erste offizielle Bosskampf nach diesem rot gekleideten Mädchen, oder? Alles klar. Ah, wenn du Lumon brauchst, um Endsturm zu wirken, verwandeln dann aufsteigen wir. Ups, da. Okay. Verwende dann aufsteigende Wirbel. Ah. Okay. Und ich bin gerade zum Rücken mit dir, das ist nicht gut. Verbundene Art, Serienwirke im Zustand der Grenzüberschreitung, ein verbundenes Art. Lässt du dann schnell in einer anderen Art folgen, dass ein verbundenes Art auslösen kann, kannst du zwei verbundenen Arts verknüpfen. Wenn ein verbundenes Art, kannst du sogar deinen Partner wechseln und somit guten Timing verbundene Art sehen, weil mehrere Partner bilden. Okay. Ups, da. Wow, hi. Das war gut. Okay, versuchen wir halt nochmal. Ich kann den Partner wechseln. Okay, ich habe zu Alvin gewechselt. Geil.
Und wir sind fast tot. Komm mal her. Aua. Das Mädel, das da gerade war, das sah sehr interessant aus. Über die möchte ich doch mal mehr wissen. Und komm mal her, Alvin. Kann es sein, dass wenn ich mich mit dem verbinde, die ein paar P dazu bekommen? Oh, du bist betäubt. Wir brauchen dringend einen offiziellen Heiler. Ich weiß noch nicht mal, wer der offizielle Heiler ist. Ich kenne zwar alle Charaktere, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer der nach als Heiler in Frage kommen könnte. Wenn Jude der offizielle Heiler ist, dann habe ich ein Problem. Und das ist nicht gut, weil er sackt irgendwie mit seiner Healer-Ability. Komm her, Lila. Ja, ich glaube, ich sollte lieber zu alt. Ach, die hat sich geheilt. Gut. Oh nein. Aua. Ich sollte Alvin lieber dabei haben, weil der kann Abwehr durchbrechen. Arsch. Ich will abwehr, das Viech überhaupt. Nur noch 10.000. Das ist gut. Zack. Oh, was zum. Hat das Viech uns bei der Landung wehgetan? Alvin. Aua. Los, komm mal her. So. Ich hoffe, das zieht mehr ab. Oh mein Gott, sie hat sich nur geil. Das ist eine Schwäche gegen Feuer, okay. Dann komm mal her. Au, ey. Komm. Was steht da? Ich kann das nicht erkennen. Und ja keine TP. Powertreffer habe ich gelesen, aber dann stand bestimmt nicht da. Komm her. Doch, da stand Powertreffer. Guardian Force, hey. Setz das Gefäß in meiner Nähe ein. Boah. Blocker. Und die Reihenfolge hier ändert sich. Verdammt, jetzt ist Mila auf der rechten Seite und Alvin auf der linken. Das ist auch voll verwirrend. Dämonenchaos. Sollte öfter einsetzen, dann bringt sie auch voll. Au. Und keine TP. Und tot geil. Ach, also klappt so. Bam. So, und jetzt zurück zu diesem Mädchen. Zu dieser Frau. So, you spotted that monster camouflage as a boulder? Good eyes, kid. Did you ever consider what would have happened if the creature charged at you instead of that woman? It wouldn't have mattered either way. Alvin still would have gotten into that woman's blind spot. You thought of all the angles that quickly? What are you, a tactical genius? Genius is a good word. Ja, Professor Doktor alt. Hey, it was nothing. Thank you, Jude. You too, Alvin. Come on. Hey, where'd that woman go? Hold your horses, Mr. Honor Student. We're not gonna get anywhere if we spend all day worrying about the bad guys. Come on, let's get moving. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir sie wiederfinden. Spitzenjäger. That's quite the spectacle. What do you say? Up for a quick dip? If you're intent on that, I won't try to stop you. But I can see monsters waiting under the water. Ein Monster dieser Größe. Well, that was something. I've never seen such a large monster before.
Monsters who experience a mutation in their mana lobes can expand to massive sizes. You read that in a book? Yep. Not much gets a rise out of you, does it? You're no fun at all. You didn't seem particularly surprised yourself. Well, that wasn't anything I haven't seen before. You've traveled around the world and seen all sorts of things, huh? All true, but I've never seen anyone pick a fight with a monster that big before. Well, I'm glad that we were able to show you a new experience. Lucky me. Ja, er scheint da nicht so. So, von wo kam ich denn jetzt? Von da, alles klar. Ich hätte gerne noch einen Kampf, bevor ich die Dinger, die Liliumkugeln nutze. Also kommt mal bitte her. Weil ich will versuchen, immer alle Charakter auf einmal aufzuleveln. Also komm her. Oh, ich hätte mich heilen sollen. Ja, hätte ich. Scheiße. Alvin. Du bist auf der rechten Seite, ja, Mann. Verdammt. Zack. Jetzt auch nicht dagegen, dass du auch mit der Pistole kämpfst, aber ich bin einfach cooler hier. Ich bin mehr so ein Schwertfetischist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So. Rückblickend pro Tache bekommen wir ganz schön wenig Erfahrungspunkte, ne? Standhaftigkeit. Bossgegner sind nicht einmal durch erfolgreiche Angriffe leicht ins Taumeln zu bringen. Diese Widerstandskraft des Gegners ist auch als Standhaftigkeit bekannt. Bestimmte Angriffsarten haben eine größere Wahrscheinlichkeit, die Standhaftigkeit dieses Gegners zu durchbrechen. Das ist nett, dass du mir das jetzt sagst. Danke. Nachdem ich den Boss geplättet habe. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt leveln wir auf. Boah, ey, das Spiel hat ein Timing. So, AZ-Maximum, ja. Da hinten. Solider Schutz und Blitzabwehr. Ich lerne schon wieder Sachen, die ich gar nicht lernen will. Mindere Schäden bei der Abwehr um 50%. Das ist gut. Ja, wenn du zum perfekten Zeitpunkt abwehrst. Aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt? So, Angriff. Ja, ich weiß doch, wie Angriff geht. So, TP. Wow, was? Was ist das? Ach, wenn ich drei von diesen Dingern habe, dann... Ne, ich habe mehr als drei. Ach, wenn ich drei Bereiche ganz auffülle, oder was? Machen wir mal. TP wollte ich so oder so. Oh, geil. Und langer Schritt, ja. Okay. Erholungsring. Okay. Also ich könnte eigentlich schon... Ich muss immer drei Dinger hier lernen, damit ich alle Sachen hier bekomme. Damit ich halt erweitern kann. Alle Sachen bekommen, genau. So, lernen wir das hier. Ne? KP Wiederherstellungsabwehr. 1, 2. Dann würde ich mal sagen, hier. Und hier, da müsste man... Wir bekommen nicht ein neues. Das verstehe ich nicht. Muss mal gucken, ob irgendwo hier sowas nochmal aufgerufen werden kann. So. Du bekommst auch ein paar TP. Mir ist vollkommen egal, was im Moment. Keine Zeit. Oh, die Blüte da. Die Blume wird größer. Und keine Ahnung, geh erstmal auf Stärke. Kraftpunkte. Oh. Ja, oder das geht auch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Der weiße Gürtel. Believe in yourself. And I have awakened yet another level of hidden talent. Ja, okay. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.